In diesem Gebäude geschah Unvorstellbares. Die Schläge und dass wir eben hungern und dursten mussten. Dieser Junge ist hier gestorben. Angeblich hat er sich aufgehangen. Es war ein Gefängnis für Kinder. Es war auch alles vergittert, von unten bis oben hin. Auch bei den ganz Kleinen war vergittert. Die ehemaligen Insassen und ihre Angehörigen kämpfen immer noch um Anerkennung. Norda Kraul ist 55 Jahre alt. 6 Monate hat sie hier verbracht. In diesem Gebäude wird sie als 16-Jährige von DDR-Behörden eingesperrt. Ich wurde eine Treppe hochgestoßen und ja, an der Wand musste ich mich stellen. Und das Erste, was war, komplett entkleien. Und da sagte man mir, ich hätte jetzt 3 Tage Zeit, um mir zu überlegen, warum ich hier wäre. Und dann ging die Tür zu. Dann habe ich da gestanden. Den ganzen Tag. Auf den Fleck, erstarrt. Passiert ist das 1980 in Bad Freienwalde, nordöstlich von Berlin. Norda Kraul kommt hier in eines der berüchtigsten Kinderheime der DDR. Das Durchgangsheim Bad Freienwalde. Ursprünglich ein Gefängnis, wird 1968 daraus ein Kinderheim, ohne Umbau. Die Kinder schlafen in Gefängniszellen. Da haben 2 Doppelstockbetten aus Metall gestanden. Und wer oben geschlafen hat, der konnte, wenn er sich ganz doll gehangelt hat und ein bisschen sportlich war, der konnte sich dann praktisch an eine Gitterstäbe hochziehen und mal so einen Blick nach außen werfen. Fotos von damals gibt es nicht. Diese Zeichnung wurde nach den Erinnerungen ehemaliger Insassen angefertigt. Und dieses Foto zeigt eine der Zellen im heutigen Zustand. Ansonsten hat da noch drin gestanden ein Metalleimer mit einem Deckel. Da durften wir nachts unser Geschäft drauf machen, weil wir konnten ja nicht raus. Kinder hinter Gittern. Kinder in Zellen ohne Toilette. Die Jüngsten waren erst 3 Jahre alt. Kindergefängnis nennen es die ehemaligen Insassen. Carsten Laudin forscht seit Jahren zur Geschichte der Durchgangsheime in der DDR. Die sollten für Kinder nur eine Zwischenstation sein. Es gab in der DDR immer zu wenig Plätze für Kinder in Heimeinrichtungen. Also musste man irgendwie sehen, dass man sie verteilte. Das war die eigentliche Funktion der Durchgangsheime. Deshalb auch der Name Durchgangsheim. Das Problem? Wegen des Platzmangels mussten viele Kinder länger in den Durchgangsheimen bleiben. Manche, wie Norda Kraul, bis zu einem halben Jahr. Wer in der DDR in ein Heim kam, zeigt dieser Film aus dem Jahr 1960. Es waren Kinder und Jugendliche, die nicht dem sozialistischen Ideal entsprachen. Schwer erziehbar. Erziehungsschwierig war vor allen Dingen, wenn sie sich nicht ins Schulkollektiv eingewöhnen wollten, Schule geschwänzt haben oder kleinstkriminelle Dinge getan haben. Er steht schon vor dem Gericht. Sein Vater fiel im Krieg. Die Mutter, allein zu schwach, ließ ihm zu viel Freiheit. Er brach in ein Geschäft ein, aus Abenteuerlust. Norda Kraul war nie erziehungsschwierig oder kriminell. Aber ihr Vater saß im Gefängnis wegen versuchter Republikflucht. Norda schwänzte die Schule. Deshalb kam sie nach Bad Freienwalde. Die 6 Monate hier waren eine Zeit des Schreckens. Die Schläge und dass wir eben hungern und dursten mussten, die haben uns auf die Erde krauchen lassen, hopsen lassen. Kinder, die ins Bett gemacht haben, denen hat man ihre nasse Unterwäsche um die Ohren gehauen, vor allen Leuten, vor allen Kindern. Und wenn jemand nicht mehr konnte, dann wurde mit dem Schlüsselbund geworfen. Das waren ja noch diese alten Eisenschlüssel mit diese großen Bärte gewesen. Sie mussten mit sinnlosen Gerätschaften sauber machen, mit Zahnbürsten den Flur reinigen. Oder man hat einen Tritt ins Kreuz bekommen. Dann ist man eben wirklich auf den Steinhof hingeknallt und hat sich die Arme aufgekratzt oder Beule am Kopf. Die drastischsten Formen sind, dass man aus Toiletten trinken musste oder dass man eben das eigene Erbrochene zurückessen musste. Trotz ihrer Erlebnisse im Heim, Norda Kraul findet nach ihrer Entlassung den Weg ins Leben. Sie wird Mutter einer Tochter und 2 Söhne, ist inzwischen 4-fache Großmutter. Wir treffen Norda Krauls Mann Burkhard, ihren Sohn Jeff und Schwiegertochter Vanessa. Erstmals sprechen sie vor der Kamera darüber, welchen Einfluss Norda Krauls Heimerfahrung immer noch auf die Familie hat. Es ist ganz schwer, sie spontan zu besuchen. Also es muss irgendwie immer geplant sein.
Und auch mal rausgehen ist ganz schwer. Also wir waren letztes Jahr das erste Mal im Tierpark zusammen. Wir haben vorher nie irgendwie was machen können, weil sie immer Angst hatte. Stärke, Kraft, Energie. Das bekommt Norda Kraul von ihrer Familie. Aber sie gibt davon auch viel zurück. Meine Mama hat mir immer auch beigebracht, dass egal welcher Mensch vor mir steht, ich keine Angst vor diesem Menschen habe. Ob es nun mein Vorgesetzter ist, ein noch größerer Chef oder sonst wer. Da ich auch diese Person auch auf der Arbeit meine Meinung sagen kann. Besonders stolz ist die Familie darauf, dass Norda Kraul vor dem Bundesverfassungsgericht eine Rehabilitierung erstritten hat. Als erste Insassin eines Durchgangsheimes überhaupt. Es ist eine juristische Anerkennung. Was fehlt, ist eine andere Form der Anerkennung. Die der Bürger von Bad Freienwalde. Von vielen erfahren die ehemaligen Heiminsassen Desinteresse. Oft sogar Ablehnung. Vor einem Jahr findet deshalb diese Veranstaltung statt. Wir versuchen, mit dem Bad Freienwalder ins Gespräch zu kommen. Wir haben die leise Hoffnung, dass sich jemand uns anschließt und ein Gespräch mit uns führt. Aber wenn ich jetzt so mal hier so rumschaue, sieht es sehr mau aus. Etwa 30 ehemalige Insassen des Durchgangsheimes sind gekommen. Auch Friedhelm Hönnecke ist da. Der 69-Jährige ist wegen Egon hier, seinem Bruder. 1971 kommt Egon nach Bad Freienwalde. Dann eines Tages kam einer von diesen Stasi-Schergen und hat dann halt gesagt, der Egon, der ist nun leider nicht mehr, der ist zu Tode gekommen. Angeblich hat er sich aufgehangen, er wäre in wenigen Tagen 16 geworden. Ja, zu Wort leider. Hat er leider nicht mehr geschafft, 16 zu werden. Ein paar Tage später gehen wir mit Friedhelm Hönnecke an das Grab seiner Eltern. Bruder Egon ist hier ebenfalls beerdigt. Fast jeden Tag besucht Friedhelm Hönnecke den Friedhof. Eigentlich ist er nur Trauer, Wut habe ich, nee. Weil Wut. Wem würde die Wut jetzt noch helfen? Keinen. Egon war schwierig in der Schule, beging ein paar Diebstähle. Das ist sein Bestattungsschein. Sterbeort ist das Durchgangsheim in Bad Freienwalde. War es tatsächlich Suizid? Oder ist jemand für Egons Tod verantwortlich? Einsicht in die Originalakten seines Bruders bekommt Friedhelm Hönnecke nicht. Die könnte man mir nicht aushändigen, da ja da auch Namen noch drin stehen und weiß ich. Vor 2031 würde ich diese Akte nicht aushändigen bekommen. Der Grund? Datenschutz. Zurück auf dem Marktplatz Bad Freienwalde. Eine Frau aus dem Ort ist dann doch gekommen. Mit fester Überzeugung. Ja, ich glaube das nicht. Sie sagt, sie glaubt das alles nicht. Ja. Kennt Menschen, die da gearbeitet haben? Ich kenne Menschen, die da gearbeitet haben. Ja. Liebe, nette Leute. Und Essen gab es auch gut. Und rausgehen konnte man auch. Diese Menschen, die dort gearbeitet haben, die hatten aber ihre Vorschriften. Erstmal durften sie nicht darüber sprechen, was da drin passiert ist. Wir wussten auch nicht. Unser Eindruck? Auch heute redet man in Bad Freienwalde nur ungern über das Heim. Und wie diese Frau haben viele ganz klare Vorstellungen davon, wer dort eingesperrt wurde. Das wurde so gesagt, sind Kriminelle, ne? Jugendliche, Kriminelle, Jugendliche. Hörensagen gegen eigenes Erleben. Am Ende der Diskussion geht es um das tatsächliche Problem. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Bad Freienwalder so fühlen, als wenn wir ihnen eine Schuld überstülpen wollen. So fühlen sie sich. Nein, aber das wollen wir nicht. Um Gottes Willen. Auch deshalb bleiben die ehemaligen Insassen des Heimes heute weitgehend unter sich. Aber sie haben sich, teilen ihre Erinnerung. Zu dieser Erinnerung gehört für Norda Kraul auch ein kleiner Junge. Roland hieß er, 4 Jahre alt. Er war mit ihr im Kindergefängnis. Dann habe ich den kleinen Zwerg auf den Arm genommen. Der hat dann seine Beinchen so um mich herum gemacht und die Hände um meine Schultern und bloß seinen Kopf hier so rangelegt. Da hat er dann zu mir gesagt, das waren so seine ersten Worte. Stimmt's? Fällt mir schwer. Stimmt's? Du könntest doch eigentlich meine Mutti sein, ne? Hat gesagt, ja, ich könnte doch deine Mutti sein.
Und von da an, wenn er gekommen ist, war ich seine Mutti. Hat mich auch mit Mutti angesprochen. Und nach einem halben Jahr wird Norda Kraul in ein anderes Heim verlegt. Sie wird von Roland getrennt. Der Tag, der war das Grauenvollste, was mir je passiert ist. Den lebe ich jede Nacht in meinen Albträumen aus. Ohne Vorwarnung wurde ich aus der Zelle geholt. Und bevor ich im Auto einsteigen konnte, habe ich die Stimme von dem kleinen Roland gehört. Er hat oben an die Gitter gehangen und hat durchs Fenster geschrien: Nimm mir nicht meine Mutti weg. Mutti? Mutti, nimm mir nicht meine Mutti weg. Und dann war ich im Auto. Die Autotür ging zu. Und ich habe den kleinen Jungen im Stich gelassen. Ich habe ihn allein gelassen. Konnte ihm nicht helfen. Das ist der ganz, ganz große Wunsch von Norda Kraul, den kleinen Roland von damals, wenn es geht, noch einmal wiederzusehen. Müsste heute ja, Anfang 40 sein. Und wer weiß, vielleicht schaut er uns ja heute Abend zu. Und erkennt sich in den Schilderungen von eben gerade wieder. Oder vielleicht kennen Sie auch jemanden, auf den das Erzählte sehr gut passen könnte. Dann würde ich mir wünschen, dass Sie uns Hinweise geben. Und zwar entweder über unsere Facebook-Seite in den Kommentaren oder noch viel einfacher per Mail an roland@sterntv.de. Und wer weiß, vielleicht können wir sogar heute Abend noch in dieser Sendung ein kleines Erfolgserlebnis vermelden.